Hey, moin, Babla. Du bist ja auch so ein krasser Overwatch-Experte. Hast du nicht Bock, mit mir zusammen einen Overwatch-Fall anzuschauen und aufzunehmen? Natürlich, können wir gerne machen. Da können wir direkt dran. Ja, sehr, sehr geil. Ja, dann treffen wir uns gleich auf meinem Discord. Bis gleich. Hi Leute, Forti hier. Neues Overwatch auf meinem Kanal und ich habe heute den Special Guest dabei, der Dummbabbler. Hallöchen, hallöchen. Hallöchen. Lange nicht auf meinem Kanal in meinen Videos vertreten gewesen. Ja, das stimmt. Und ja, wir dachten uns, wir machen uns einfach mal ein Bild von diesem Suspekt hier. Der Dummbabbler macht ja auch sehr gerne und sehr regelmäßig seit einer ganzen Weile schon Overwatch-Videos und Ja. man könnte fast sagen, wir sind von Overwatch-Spezialisten kaum zu unterscheiden. Das würde ich auch sagen. Das unterschreibe ich sofort. Wir kennen uns aus. So, dein Urteil jetzt. Also mein Urteil ist ja ganz klar. Also im Moment guckt er sich ja nur hektisch um und geht jetzt wieder zurück ans Spawn. Okay, hat er jetzt Schiss vor denen, die da auf Arum stehen? Hat ihm das schon gereicht? Also gefühlt hat er irgendwie ein Lenkrad oder einen Controller, mit Ja. dem er da spielt. Das sieht tatsächlich ein bisschen arg krepelig aus, was er da treibt. Er läuft auch vorwärts, zoomt immer in die gleiche Stelle, okay. Also. So wie er piekt, aber könnte man ja schon was Böses vermuten. Ja, das stimmt. Also er riecht so ein bisschen, wo sie sind und wo sie nicht sind. Aber was war da? Warum hat er eben erst nach 3 Jahren geschossen? Was war das denn? Wollte er sich da ganz, ganz sicher sein, dass sich der Feind nicht mehr bewegt? Da hat er Aber einen direkt. zwei Shots, die wir gesehen haben, zweimal Headshot Ja, bei stimmt. seinem Lenkrad-Aim. Ja, das ist schon merkwürdig. Oh, Auch da liegt dieses. eine AWP mit Skin. Oh, eine Corticera. Ah, die muss er natürlich direkt haben. Aber was wolltest du sagen? Ich habe dich Ja, ich. unterbrochen. Alles gut. Ich wollte sagen, er ist tatsächlich halt. Er ist so langsam auch. Auch er weiß, dass noch ein Feind, also mindestens ein Feind lebt und er schaut sich die AWP auf dem Boden erstmal an, bevor er irgendwas anderes macht. Und trifft dann auch nicht mal im ersten Schuss. Okay. Wieder Headshot. Also, das wird hier eng, glaube ich, für den Typen. Ja, ich Drei meine, das. Shots. Genau, 3 Headshots. Obwohl da unten 60% Headshot. Hat er Genau, wir davor gucken welche uns mal die versemmelt? Stadt, die Stats an. Ah ja. 10, 2, 1 ist fast Top-Trigger. Ja, das ist. Und auch so zu pieken ist ja auch dreist, ne? Also da rumzustehen. Er hat Ja, auf jeden Fall genau. keine Bindings am Start. Also er switcht jetzt mal seine Granaten mit dem Mausrad durch. Also solltet ihr übrigens nicht machen. Ja, das ist natürlich ein guter Rat. Jetzt geht er da einfach vor und ist sich hier auch wieder sicher, dass nicht einer irgendwo close oder hinter ihm steht, wo er gar nicht gecheckt hat, sondern er weiß es, wo sie stehen. Aha. Naja. Also spätestens der Shot müsste eigentlich klar sein. Genau, ja. Also er kann sehr gut riechen, wo sie stehen und dann auch sehr gut draufknödeln da, Aber die der Frage Litauer. ist, ich meine, okay, er cheatet, haben wir geklärt, höchstwahrscheinlich. Ja. Oder es sieht nur so aus, weil er so ultra schlecht ist. Also kann es sein, dass es einfach deswegen so komisch aussieht, weil er irgendwie kompletter Anfänger ist? Es Oder? könnte, also natürlich könnte er ein riesen Anfängerglück haben. Und er läuft halt einfach so blindlings rum und wird nicht gekillt. Es könnte natürlich auch Anfängerglück sein, aber es sieht schon stark nach besonderen Informationen aus, die er erhält. Ich muss dazu sagen, ich habe ja vor einer Weile, also vor kurzem, sage ich mal, oder vor ein paar Wochen, ein Video hochgeladen, wo ich mir mein Match, irgendwie eines meiner ersten Matchmaking-Videos Ah, nochmal zu Genüge, also mir angeschaut habe. Und da habe ich halt auch ultra viele Headshots und auch ultra viele Frags gemacht und hatte gar keine Ahnung von dem Game. Also. ja, okay, gut. Also, was kann natürlich, also dann, wenn man das mit rein considert, kann das schon sein. Aber dass er dieses Riesenglück hat, dass er eben, er stolziert durch die Map und schaut manchmal in Richtungen, in denen jemand stehen könnte, und da Das ist ist ein niemand. Argument. Ja. Es ist ein bisschen hart. Mal gucken, was er jetzt mit dem einen da auf B macht. Aber da ist irgendwie. Na, der kommt doch jetzt nicht einfach hoch. Ah. Das ist natürlich jetzt. Das ist zum Gelaufen. Ich habe gehofft, dass er sich versteckt und er vielleicht den Versteckten aufsucht. Also offensichtlich weiß er aber auch überhaupt eigentlich nicht, wie er schießen soll. Also, weil Ja. er bewegt sich mit der AWP irgendwie und schießt in der Bewegung und Ja.
ist schon wild, was er da treibt. Deswegen gehen ja auch viele Shots daneben. Oh, es ist Tactical Timeout. Ja, das stimmt. Er schießt in merkwürdigen Momenten. Beziehungsweise sobald der Reiz bei ihm kommt, oder er ist ein Feind, schießt er. Egal, ob er jetzt gerade läuft, fällt oder sonst wem. Also es könnte, spricht schon dafür, dass er nicht viel mit dem Spiel bis jetzt zu tun hatte. Hast du das gesehen? Ich bin gerade... Wie die Smoke ankam. Ach so. Und der sich so gefühlt weggedreht hatte irgendwie. Ach so. Ja gut, da hast du gar nicht drauf geachtet, aber ja, ja. Vielleicht die Smoke, er konnte die Smoke eigentlich nicht sehen, außer, also wir konnten natürlich diese Flugbahn sehen, aber er konnte sie nicht sehen. Und er hat sie aber wirklich sehr geschickt, hat sich weggeduckt sozusagen. Er hat reagiert, genau. Ja gut, das ist natürlich wiederum nicht so gut hier für Mr. Suspect. Okay, okay. Ah, jetzt wird er von hinten gekillt. Ordentliche, also fast schon am Tappen, der Junge. Ja. Was ja eigentlich bei Anfängern nicht so, oder? Nicht so der Fall ist. Meistens wird er gedauerfeuert. Also, ja, ja. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass Anfänger gerne mal... Aber sein Crosshair-Placement passt dazu. Zu seinem Anfänger-Style, meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er davor hat. Wenn da ein Feind wäre, wo er hinaimt, dann würde er dem halt maximal in die Fußspitzen schießen. Er wollte halt einfach nur ein bisschen den Catwalk hier abfegen. Ja, natürlich, mit der AK. Also ich hätte es jetzt echt gern, dass er nochmal irgendwo so ungeklärt reingeht in eine Situation mit mehreren Feinden und dann will ich sehen, wo er hinkommt. Da kam jetzt nochmal was geflogen, der Feind weiß halt auch, dass er kommt, wieder auf den Kopf. Der macht auch, also eigentlich macht er viel zu viele Headshots. Also er hat zwar ein paar Mal gefailt mit der AWP, einfach weil er sich viel zu viel bewegt hat, aber ansonsten macht er nur Headshots, meiner Meinung nach. Ja, ja. Das und ist das ist halt schon viel zu auffällig eigentlich für den... Der eine, der jetzt gerade, der ihn gekillt hat, den konnte man ja, den hätte man durch die Wand sehen können. Ne? Der sieht hier, der bei Siki war, der ihn dann schlussendlich auch von hinten gekillt hat. Also könnte man da vielleicht auch noch mit reinnehmen in die Sache Vision, ob er da jetzt was weiß oder nicht. Geschickt durch die Smoke geschlichen. Ja, richtig geschickt. Und? Er hat sich für den bereit gemacht, bevor er kam, oder? Sah so aus. sah so aus und er ist geschlichen. Der war nur Zufall. Und hier schleicht er auch wieder ganz schön. Aber ist denn auch nicht mit dem Fadenkreuz sauer der Feind? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das muss wirklich ein Anfänger sein, ein richtiger. Ja, ich glaube, er läuft einfach mit, also er shiftet durch die Map irgendwie mit einem Lenkrad gefühlt, aber macht Headshots. Ja, im passenden Moment ist dann das Lenkrad auf einmal eine Maus, die dann doch ganz gut dahin geht, wo sie hin muss. Aber auch nicht schnell oder sowas, ne? Also es sieht zumindest, bei manchen Kills sehen ihn die Feinde nicht und er kann gemütlich schon mal hinkurbeln. Ja. Nachher ist das... Ja? Wie findest du die Geschwindigkeit, also wie er die Headshots macht? Nein, sein Aim ist einfach komplett Mülltonne, aber sein Aimbot ist halt trotzdem drauf. Ja. Nachher ist es bestimmt irgend so ein professioneller YouTuber, der wirklich mit einem Lenkrad hackt oder so. Hat bestimmt 500.000 Abonnenten, wie er zeigt, dass man mit Lenkrad spielen und hacken kann oder so. Ah ja, natürlich. So. Ah, das war's schon. Okay. Schwerer Fall. Also eben am Schluss hat er auch nochmal durch die Wand bei einem eine gewisse Zeit auf den Kopf geaimt. Also ja, da würde ich sagen, da können wir unserem Instinkt folgen. Also eben kann man das schon mal anmachen. Jawohl, also alles andere können wir ihm eigentlich nicht mehr unterstellen, aber die ersten beiden Dinge auf jeden Fall. So, hier haben wir unseren Suspect in seiner richtigen Demo, um einfach zu zeigen, dass er es tatsächlich ist. Schauen wir uns mal diese Runde an, die hatten wir ja gerade eben mit der ominösen Smoke, wo er sich wegbewegt hatte. Er hat übrigens ein professionelles Crosshair, finde ich. Oh ja, das sieht so aus, als hätte das nie geändert. Hat er sich bestimmt von irgendeinem professionellen Spiel abgeguckt. Stream oder so. Jemand, der auch so viele Headshots macht wie er. Das ist ja dieser Kollege 1333. Wir schauen uns mal sein Steam-Profil an. Ja, da ist... Er hatte schon mal einen Bann vor ganz langer Zeit. Hat einen 4-Jahres-Account. Ansonsten ist nicht hier nicht viel zu sehen. Ist Steam Level 3. Ein Freund, also... Ach, das sieht aus wie einer vom Gegner-Team. Ich wollte ja auch gerade sagen, das sieht vom Namen her von diesen komischen Hieroglyphen hier aus, als wäre das einer aus diesem Team. Und jetzt darfst du zum ersten Mal in deinem Leben bei einem meiner legendären One-Case-One-Knife- oder Gloves-Challenges dabei sein. Ja,
Ich freue mich. Ja, sehr schön. Ist jetzt immer nur gesehen, aber nie dabei gewesen. Du darfst mir vorsagen, welche Case ich aufmachen soll. Okay. Ich habe ganz viele, wie du siehst. Das ist ein Horizon-Key. Ja. Alter, nimm ruhig mal aus der zweiten Reihe die dritte von links. Diese. Genau, diese, ja. Ich glaube, da ist was Gutes drin. Das kann ich riechen. Erstmal also den Rahmen reiben hier, ne? Das ist... Ja, das ist wichtig. Ja, wenigstens die Neon Rider oder die Deagle von mir aus würde ich auch, glaube ich, nehmen. Ja, aber eigentlich. Ja, ich denke, es wird schon das Rare Special Item mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, die letzte Case auf jeden Fall schon eines gewesen. Der läuft. Also die Paw hätte ich auch genommen. Aber gut. Ja, die Paw ist auch schön. Okay, das war's. Daumen nach oben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut beim Dummbabler vorbei. Sein Kanal, falls ihr den noch nicht kennen solltet, ist unten verlinkt. Danke fürs Zuschauen und bis denn. Bye, bye.